Hi Leute, herzlich willkommen zum Finale von Kampf der Reality Stars. Wer gewinnt heute die Show? Ach, was erzähle ich denn? Wir wissen doch schon alle, wer gewinnt. Ist ja überall gespoilert worden. Und wie immer blende ich euch den Link in der Beschreibung ein, dann könnt ihr die ganze Folge auf RTL Plus anschauen. Viel Spaß, jetzt geht's los. Und jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht's rund. Na Sissi, da sind wir wohl alle gespannt, wie es abgeht. Wir wollen was sehen, oder? Ich hoffe, dass jemand einfach von Tag 1 irgendwie das Rennen macht. Also findest du, dass ich zum Beispiel weniger verdient hätte? Nein, jetzt nicht in diesem Sinne, aber ich würde es auf jeden Fall jemandem von Tag 1 gönne ich das so, weil die seit 23 Tagen hier sind mehr. Aber ganz ehrlich, kann ich da Elena verstehen. Die, wo von Anfang an dabei waren, die hätten es meiner Meinung nach auch am meisten verdient. Oh, jetzt kommt der Starblitz und der verkündet wieder, naja, vielleicht nicht so tolles, dass die ausgeschiedenen Kandidaten die neuen oder die Gewinner küren dürfen nachher. Ja, das war ein bisschen ein Schlag in die Fresse für alle. Siehst du, und deshalb habe ich gedacht, es ist sinnvoll, irgendwie mit jedem gut zu sein, aber das ist ja auch falsch. Und jetzt nach und nach wird immer einer ausscheiden. Mann, oh Mann, oh Mann. Wer am schlechtesten jetzt bei dem Spiel ist, muss die Sala verlassen. Beiden Stars, die am schlechtesten im Spiel performen, müssen auch heute die Sala verlassen. Ach, ist das spannend, obwohl wir ja schon wissen, wer alles gewinnt. Aber trotzdem ist es sehr, sehr aufregend. Michael holt sich jetzt mal wieder Rat bei Elena. Wie ist es jetzt richtig? Sag's mir. Nee, lieber gehe ich ehrlich raus und habe mich nicht mit vielen verstanden. Oh, dann merke ich mir das. So Leute, ich spanne euch nicht länger auf die Folter und ab geht's zum ersten Spiel. Fit im Schnitt. Ich habe gelesen, fit im Schritt und dachte immer, wo kommen denn hier jetzt hier die Mädels? Nuttenkoks und frische Erdbeeren. Nix war. Die hat mich auf die völlig falsche Fährte gelockt. Klar, der Ronald denkt noch, hier am Schluss bekommt er noch hier ein Geschenk von RTL 2, so ein paar Schäferstündchen. Nein, 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 Ronald, falsch gedacht. Oft heißt es, die Produktion hat das im Schnitt so dargestellt, indem sie einfach Sachen weggelassen haben. Stimmt auch. Ah, fit im Schnitt. Es wird nichts geschnitten von der Produktion. Die zwei schlechtesten Spieler fliegen jetzt schon sofort nach dem Spiel aus der Sala. Wer die Flüssigkeit trinkt, ist beim Lauf doppelt so schnell. Das kann am Ende alles entscheiden, denn dieses Spiel geht auf die Zeit. Ist ekelhaft, oder? Je nachdem, was man so mag. Die Hauptzutat heißt aber Kotzfrucht. Ih, das ist ja wie im Dschungel. Ey, das sah aus wie so ein geiler Pina Colada. Yasin verzichtet auf den Zeitbonus fürs Austrinken. Die anderen tun sich nicht so schwer mit Schlucken. Schafft es Yasin ohne Zeitbonus, genauso wie die anderen, weil er hat seinen Drink nicht ausgetrunken und bekommt keinen Zeitbonus. Na, was glaubt ihr? Diese fucking Dreckscheiße. Mal das Ekelhafteste, was ich je. Es gibt ja auch Sperma, das schlecht schmeckt. Oh Michael, danke für die Info. Aber ob wir das alles so genau wissen wollten, das glaube ich nicht. Das ist ja voll lecker. Hättet ihr vielleicht noch ein zweites Drink? Wer bringt das Lösungswort zuerst raus? Ich denke, die Elena gewinnt das Spiel. Und feiern's immer noch eine echte Sportskanone. Ein Sprint hingelegt ums Leben. Zack, 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 runtergerissen. Die Cocktailtrinker wurden abgespeedet, aber das ist trotzdem richtig schnell. Jetzt die Schilder an den Sollbruchstellen zerschneiden. Exakt so machen wir es im Schnitt mit unseren Stars. Elena, die Blitzartige. Nach der Kotzfrucht war einfach nur noch von Schild zu Schild laufen. An dem Parcours habe ich richtig Gas gegeben. Da hast du mich wahrscheinlich nur so sausen sehen. Aus den 5 Worten werden damit 13 Schnipsel. 5 davon bilden das gesuchte Wort. Heinrich im Kampf gegen die Elemente. Der Wind! Vom Orkan gepeitscht verliert Heinrich voll den Überblick und schneidet fälschlicherweise einen Buchstaben einzeln ab. Aber heute wollen wir mal nicht so sein wie sonst. Wir lassen Gnade walten. Ach, das ist jetzt aber gemein. Der Wind weht seine Buchstaben weg. Das ist ja nicht gerecht und war nicht eingeplant. Höhere Gewalt. Aber es muss aus diesen Worten halt, ne? Ja, plus denen auf dem Boden. Ach so. Oh, Paco, aber wir verzeihen dir ja alle. Du weißt ja noch nicht so richtig, wie das abgeht in Reality-Formaten. Hast du ja mehrmals gesagt. Das Lösungswort ist richtig, aber war Elena schnell genug, um sich zu safen? Also, wenn mich jemand fragt, ich würde sagen, sie war schnell genug. Bei dem Spiel zu lange überlegt, da hätte ich eigentlich drauf kommen müssen. Keine Ahnung.
Aber ich hätte gedacht, man braucht alle Buchstaben. Ich wäre da auch davor gestanden. Ich wusste nicht, dass sie nur ein paar Buchstaben davon brauchen, damit es die zwei Wörter ergibt. Safety-Spiel! Yes! Der stürmische Heinrich kriegt jetzt einen Helfer aus dem Team. Also ganz ehrlich, finde ich schön, dass Heinrich geholfen wird, aber er müsste noch mehr Minuten bekommen, weil durch den Wind konnte er ja nichts dafür. Spiel. Spiel war ja einfach, Spiel. Saufen! Saufen! Schön! Paco, saufen schreibt man doch nicht mit 2a. Vielleicht hättest du vorher den Duden etwas studieren sollen. Das hat es nichts zu tun mit Reality Stars wissen müssen. Safe Spiel gelegt. Safe spielen. Aber Paco, nicht schlimm. Dafür siehst du toll aus. Sag dir doch Jelis ständig. Das ist doch auch was. Verkacke. Oh mein Gott, wie kann man denn so auf dem Schlauch stehen? Ja, ich werde Safety draußen sein. Safety, safety, safe. Da könntest du allerdings recht haben, Paco. Lieber Reality-Gott, vielen Dank, dass ich das so gemeistert habe, dass du mir beigestanden hast. Ob das richtig war mit dem Wind schicken, aber soll vielleicht ein Gedanke an dir von oben gewesen sein. Ja, Heinrich, was wollte der Safety-Gott dir damit sagen, damit er dir den Wind geschickt hat? Na, wisst ihr das vielleicht? Und jetzt die Auflösung. Wer kommt weiter? Wer ist auf Platz 1? Auf Platz 1 mit einer Zeit von 1 Minute und 51 Sekunden ist Elena. Platz 2 geht an Yasin mit 2 Minuten und 9 Sekunden. Auf dem dritten Platz ist Malkiel mit 2 Minuten und 22 Sekunden. Auf dem vierten Platz ist Heinrich. Herzlichen Glückwunsch, Heinrich. Der Reality-Gott hat dich erhört. Und der Wind sollte dich nur etwas wachrütteln. Glaube mir. Leider müssen Sissi und Paco jetzt die Sala verlassen. Da hat es der Reality-Gott nicht so gut gemeint. Da hat er aber auch keinen Sturm geschickt. Jelis und ich, wir werden uns auf jeden Fall über den Weg laufen. Wir wohnen ja beide in Hannover und lasst euch überraschen. Naja, Paco, das klingt jetzt aber nicht so nach der großen Liebe verliebt sein. Gut, wir wissen ja, dass es nicht gehalten hat, aber da drin, wusstest du das schon? Komisch. Jetzt gibt's Goodiebags und die freuen sich schon mega, aber nicht mehr lange. Da gehören prall gefüllte Goodiebags und überraschende Lieferungen vom Postboten zum Alltag. Und auch wir wollen uns nicht lumpen lassen und euch zum Schluss beschenken. Ja! Zwei hübsch eingepackte Pakete für euch bereit. In dem einen Geschenk versteckt sich ein Ticket für das Finale. Das andere Geschenk beinhaltet hingegen einen Rauswurf. Ich riskiere meine Bleibe. Ja? Und werde es einfach aufmachen. Aha. Ich würde blau aufmachen. Aber habe ich letztes Mal was missverstanden? Die Elena hat doch schon ein Safety-Ticket fürs Finale. Ich zieh nichts. Ich zieh nichts. Ich zieh auch nichts. Ich zieh auch nichts. Wer von euch beiden zieht? Boah, ich würde auch voll gerne. Also ich finde, ein Spiel muss gespielt werden. Ein Spiel muss gespielt werden. Boah, fuck. Ich würde ja blau nehmen. Ich würde rot nehmen. Wer wagt das Spiel beim russischen Roulette der Reality? Malkiel schlägt zu und setzt alles auf rot. Finale. Ich wusste keine Sauerteier, das Paket aufzumachen. Boah, sehr mutig, Michael. Aber Elena, du hättest wirklich mit dem blauen Paket, das du aufmachen wolltest, den Rauswurf von dir riskiert. Gott sei Dank hat Michael vorgegriffen. Und wenn, hätten sie es falscher aufgemacht. Naja, wer weiß, vielleicht war ja in beiden Paketen das Finalticket drin. Wir werden es nie erfahren, weil das andere ja zu bleibt. Hat sich die Produktion vielleicht ausgedacht? Naja, der, wo sich traut, hat es auch verdient. Finale! Finale! Weil Kel wird dieses Rennen niemals machen, niemals. Weil ich weiß, dass die anderen Kandidaten ihn niemals wählen würden. Ich glaube, es kann sogar sein, dass er nicht mal eine Münze bekommt. Elena sucht Trost bei Ronald, aber den Trost hat sie sich anders vorgestellt. Ich hoffe, ich schaffe das. Du hast Angst vor Versagen, ne? Ja. Hm? Ja, habe ich Angst. Warum? Wir alle wissen, dass du absolut erfolgreich bist, dass du die meisten Safety-Spiele gewonnen hast, mehr als jeder andere. Und deswegen kannst du auch ruhig mal eins verlieren. Hallo? Ich hätte mir so sehr das Raus-Ticket gewünscht. Ja, aber ich lerne mittlerweile auch, mit Vollidioten umzugehen. Also das sowas, also ui. Wir kämpfen alle hier
Ja, und aber dann was? Kommt jemand, der einfach drauf schleißt und hat für was wollt ihr da kämpfen? Für 50.000 Euro? Ja. Das ist für mich eine Menge Geld, wirklich. Für mich ist das ein Ding, wo ich sage, ich kämpfe drum. Es ist auch eine Belohnung für die Reise, die wir gemacht haben. Ich wollte das nicht, das Ticket. Bitte. Also ich heul gleich hier. Du bist doch eh im Finale. Verdammt. Und du gewinnst die Scheiße. Michael, bisschen mehr Dankbarkeit. Sei doch froh, dass du das Ticket gewonnen hast. Ich komme hier doch gerade so verarscht vor. Ich schwöre bei Gott, ist mir scheißegal, auf wen du zeigst. Dann gibt's ihm nein, oder ihr. Nein, dann bekommt ich es kann niemand. Es nicht oder abgeben. Niemand bekommt oder niemand. Dann schmeiß es weg. Alle, die hier drin sind, wir wollen dieses Ticket. Wir wollen gewinnen. Dann hat jemand dieses Ticket und schätzt das nicht mal. Ich fühle mich doch verarscht. Genau, Elena. Wir fühlen uns jetzt alle verarscht. Die Stimmung danach war, würde ich sagen, am Nullpunkt, ja. Dass ich unbeliebter werde wie diese Renick, das muss er erstmal schaffen. Und das sogar noch in kürzerer Zeit wie diese Renick. Letzter Abend in der Sala und es wird eine Party spendiert. Das ist die Nacht zum Heldenzeug. Finale! Ja. Das allerletzte Mal für heute, aber irgendwann muss alles mal ein Ende haben. Das ist wirklich gut. Heinrich versucht, ein Starblitz aber abzuschließen. Die Sprüche sind wirklich genial, zum Teil. Jetzt das nächste Spiel, wo zwei ausscheiden müssen, kurz vor dem Sieg, kurz vor dem Finalsieg. Das würde mich ärgern. Welcher Star befand sich in der Bilderleiste des Starblitzes immer unten links? Naja, so einfach ist es nicht. Du musst ja lesen. Du musst überall vorbeirennen, bis du das Richtige findest. Und dann zu den Luftballons. Weiß es, aber ich finde die Person nicht. Richtig. Ach, das ist nicht ganz gerecht. Ich hab's ja auch gewusst. Warum ist das ungerecht? Verdient den ersten Punkt geholt. Drei Finaltickets befinden sich in den Luftballons. Ach, Leute, ich muss jetzt mein Popcorn gleich holen. Es wird so spannend. Nein. Wer war der jüngste Sala-Bewohner? Fuck, ja, haben wir alle gewusst. Bitte, Finale, bitte. Schon wieder nix. Welcher Star hat die meisten Safety-Spiele gewonnen? Hart getackelt. Elena, du gehst ja über Leichen. Bitte, bitte. Ja! Elena ist wirklich Kampfmaschine und ich habe mir mein selbstgemachtes Müsli geholt, anstatt Popcorn. War mir dann doch lieber. Mit frischen Erdbeeren, Äpfel, Bananen, Haferflocken, Dinkelflocken, Nüsse, Rosinen und so weiter. Glückwunsch, Elena! Aber wirklich verdient. Wie hieß das letzte Bestrafungsspiel dieser Staffel? Lieber Reality-Gott, hilf mir, steh mir bei. Wird der Reality-Gott Heinrich jetzt noch helfen? War wohl nix. Oh. Ach, Heinrich, man muss auch verlieren können. Zumindest bei der einen Frage. Weiß und? War wohl nix. Ja, wirklich zum Verzweifeln, Yasin. Wer gewann das Safety-Spiel in Sendung 3? Ich wusste die Antwort. Aber weiß er auch, wohin er stechen soll? Das war wohl nix. Ist es? Da drin ist noch drin im Ballon. Guck mal, da drin. In diesem blauen, ja. Ja! Gratuliere, Yasin. Ich freue mich wirklich. Jetzt fällt nur noch Heinrich. In dieser Staffel teil. Lauf, Vieles. Ist euch. War wohl nix. Lass dich von den Schafen leiten. Glückwunsch auch dir, Heinrich. Das freut mich. Somit stehen im Finale Elena, Yasin, Heinrich und Michael. Dass wir drei dieses Ticket erobert haben, das ist unfassbar. Und die drei, Yasin, Elena und Heinrich, die haben es auch wirklich richtig, richtig verdient, weil die von Anfang an dabei sind. Ciao, ihr Süßen. Kommt ciao, gut ciao. An. Bis nachher. Gemeinheiten, die man sich dann hier auch noch gefallen lassen muss von Seiten der Produktion. Ja, Michael, das ist ja dann wirklich Körperverletzung, wenn die so gemein zu dir sind. Also die Produktion. Da kannst du dich ja dann ja ein Like anschließen, weil der will ja nachher auch, wenn alles vorüber ist, einen Livestream in Insta machen. Und jetzt kommt es drauf an, wie entscheiden sich die alten Kandidaten, die ja schon rausgeflogen sind. Ja, alles jetzt so ein bisschen doof, weil ihr das ja alle auch schon wisst, die wo im Netz nachgelesen habt. Und ich habe das ja letztes Mal auch schon kommentiert, gespoilert. Und hast du heute mit jemandem hier noch was zu klären? Nö. Um Gottes Willen, ich bin froh, wenn ich die Pappnasen nicht mehr sehen muss am Morgen. Jetzt hatte Jan schon wieder Zeit, sich zu entschuldigen oder irgendwas wieder gut zu machen. Aber nee,
Ja. Klar könnte ich vorstellen, falls ich das jetzt gewinnen sollte mit den 50.000 Euro, dass ich mal richtig auf Kacke hau und mit der Freundin schönen Urlaub mache. Aber im Endeffekt ist dieser Gewinn für mich hier von dem Geld her ein Gewinn für die beste Frau, und zwar meine Mom. Das ist eine alleinerziehende Frau, die mich und meinen Bruder großgezogen hat, drei Jobs hatte, Urlaube hingeschmissen hat und sonstiges. Ich habe ihr immer gesagt, und das ist kein Bullshit gelabert, glaube ich, Mom, irgendwann kriegst du was von mir zurück. Also der Sieg geht an sie. Für mich, der Gewinn geht natürlich in mein Haus. Ich glaube, viele von euch haben das mitbekommen. Aber ich will mich bei euch bedanken für eine Sache, die ich noch nie in einer Sendung erlebt habe. Und zwar haben viele Menschen ein Bild von mir, was, glaube ich, nicht so toll ist. Ich kämpfe, glaube ich, in jeder Sendung mit Vorurteilen, wo so viele Menschen mir die Chance gegeben haben. Naja, Elena, tolle Rede, aber trotz allem hattest du dir die Vorurteile selber zuzuschreiben, weil, wie gesagt, wie ich vorher schon sagte, im Sommerhaus warst du ja nicht so, ja, korrekt. Also ich hätte es ja besser gefunden, wenn die Zuschauer wählen dürften. Also, finde ich jetzt. Aber jetzt versteht man auch, warum jeder sich immer versucht hat, bei den anderen einzuschleimen. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht, dass ja die ehemaligen Kandidaten dann wählen dürfen. Ihr seid Tag 1 dabei, entscheidet hier zwischen diesen dreien. Und ihr werdet den richtigen wählen. Aber die Frage ist ja, weiß Michael vielleicht, dass er eventuell keine Stimmen bekommt? Bekommst du meine Stimmen? Du bist mir wirklich ans Herz gewachsen. Und es war mir eine Ehre, mit dir den Tornado zu entzünden. Doch dann wurde mir was ins Ohr geflüstert und du weißt, wie ich bin. Ehrlichkeit ist das A und O. Spaß, Bro. Die Mütze geht an dich. Wir müssen sagen, diese Entscheidung fiel uns überhaupt nicht leicht. Und wir müssen auch ganz ehrlich sagen, bis gerade eben haben wir die ganze Zeit gedacht, wir werden eine andere Entscheidung treffen. Aber gerade diese Rede, und da müssen wir sagen, Yassin, wir finden es krass, was du gesagt hast, weil wir erst vor ein paar Monaten in derselben Situation waren. Aber ganz ehrlich, Twin, ich dachte, ihr seid so dicke mit Yassin. Warum ist es euch schwer gefallen und erst jetzt habt ihr im Nachhinein nochmal überlegt, nachdem er die Rede gehalten hatte mit seiner Mama? Das verstehe ich jetzt nicht. Für mich war das sonnenklar, dass ihr da reinschmeißt bei Yassin, weil er ja immer hinter euch gestanden ist, euch immer in Schutz genommen hat. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Yassin führt vor Elena. Hättet ihr nicht einfach die Schnauze halten können eben gerade, weil ich hatte eigentlich schon die Idee. So, die muss ich jetzt... Ich bin echt überfordert. Yassin, Diggi, ich freue mich wirklich, wenn ich dir ein bisschen was mitgeben konnte. So, das meine ich so, wie ich sage. Und schade, dass wir da nicht auf den gleichen, in die gleiche Richtung tendiert haben, aber das ist völlig okay. Ich will aber nicht für deine Leberzirrhose zuständig sein, wenn du hier mit 50.000 Euro rauswackelst. Da habe ich ein bisschen Angst und Sorge. Elena, ich glaube, dass du einfach noch viel vor dir hast. Und ich glaube, dass du, und da geht's rein ums Geld, eher darauf verzichten kannst als Heinrich. Und Heinrich, du hast mit dem Punkt der Tiere einfach krass was bei mir getroffen gerade. Ich habe es eben auch noch geschwankt zwischen Heinrich und Elena. Heinrich, du hast unheimlich viel für die Gruppe geleistet. Du hast jeden Tag Geschirr gespült. Ich glaube, ohne deine Hilfe hätte es anders ausgesehen. Nichtsdestotrotz, unter Vorurteilen verstehe ich dich natürlich am besten. Und habe dich von der ersten Stunde ins Herz geschlossen. Und deswegen kriegst du meine Münze. Deine Mama kann verdammt stolz auf dich sein. Und auch auf sich. Und deswegen bin ich auf jeden Fall für die 50.000, für deine Zukunft und für deine Mutter. Für mich hat eine Person hier so Gesicht gezeigt und Charakter. Und das bist du, Elena. Du hast wirklich mir wirklich so viel gegeben. Leute, was ist denn das hier heute für ein Tornado der Gefühle? Yassin verliert auch schon die Kontrolle. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir stehen auch schon die Tränen in den Augen. Ja? Yassin weinen zu sehen, ist wirklich, ja, zerreißt einem auch das Herz. Ich will den Schäfer. Im Moment hoffe ich nur noch, dass das Internet vielleicht nicht recht hatte und gelogen hatte und irgendwas Falsches gehört hatte. Ja. Die blondeste Rapperin der Welt. Hallo, ich bin, glaube ich, genauso blond oder noch blonder und habe auch einen Rap-Song auf YouTube. Nicht vergessen, lieber Sprecher. Kleine Werbung am Rande für mich. Muss ja auch mal sein. Das KDAS hat so schlechte Einschaltquoten. Flächen kam ja von Yassin immer zuerst. Und darum, Yassin? Liebe Elena, danke, dass du mir so viel beigebracht hast. Du bist so ein großes Vorbild für uns Frauen. Und deswegen kriegst du natürlich meine Münze. Ach Leute, nein. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Yassin und Elena. Ach, können die nicht einfach das teilen? Gleichstand? Es tut mir jetzt schon so leid. Nichts gegen dich, Heinrich, aber irgendwie... Keine Ahnung. Natürlich mag ich Heinrich auch. Yassin, ich konnte mich mit deiner Rede am meisten identifizieren,
mein Gewinn wäre auch an meine Mama gegangen. Und ich weiß, was es heißt, eine alleinerziehende Mutter zu haben. 5-4-2. Thema Vorurteile. Es gab hier drin eine Person, die das überhaupt nicht hatte. Und Elena, du hast mich aufgenommen. Du hast jetzt kein Vorurteil. Und ich weiß, wie es ist, wenn man für die Familie ein Häuschen bauen muss. Deswegen gönne ich es dir. Aber die Elena hat ja ein Haus für 1,8 Millionen gekauft. Das sind ja 50.000 nur von hohlen Sagen. Ja, natürlich besser wie gar nichts. Also nicht mich falsch verstehen. Aber trotz allem hat sie es ja schon gekauft. Und ja, aber man kann es natürlich immer brauchen. Und deshalb bekommst du halt von mir meine Marke. Du bist die einzige Frau, die da vorne steht. Und du hast es meiner Meinung nach so sehr verdient. Mein lieber Yasin, einen aufgehenden Star. Weil du wirklich tolle Fähigkeiten hast und weil du dich noch am Anfang einer Karriere befindest. Und diese Karriere möchte ich nach Kräften befördern. Heinrich hat leider keine Chance mehr, denn nur ein Star darf noch wählen. Oh mein Gott, Leute. Also wäre ich jetzt der Letzte, der wählen durfte, ich würde sie, glaube ich, Heinrich reinschmeißen. Ich wollte da nicht entscheiden zwischen Elena und Yasin. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wie es gerade steht. Mit einer Person hat es geklickt, noch bevor ich überhaupt einen Fuß auf den Strand und in die Sala gesetzt habe. Und wie könnte ich heute anders entscheiden, als mich für diese eine Person zu entscheiden? Deswegen, mein Schatz, ich weiß nicht, wie viel steht, aber die letzte Münze heute Abend geht an dich. Elena, du bist der Reality-Star 2022! Oh, aber eigentlich steht im Yasin auch die Hälfte zu, würde ich jetzt sagen. Ach Leute, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen, mein Video, das letzte für KDRS. Jetzt kommen dann wieder neue Formate, wo ich kommentiere und ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ihr zahlreich auf meinem YouTube-Kanal einschaltet. Was heißt einschalten? Euch die Videos anschaut. Ich wünsche euch was und bis zum nächsten Format. Bleibt gesund, bis bald, eure Dani.